eine Vollgas-Orgie heute machen. Ich will auf jeden Fall keine Vollgas-Orgie heute machen. Guten Tag. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei Benny von der Firma BK Performance. Erstmal Glückwunsch dazu, wie schön das hier aussieht. Danke. Das ist alles schön hell geworden, Licht cool und so weiter. Ne? Ist immer krass, was so ein paar weiße Wände gleich ausmachen. Auf jeden Fall. Komplett andere Atmosphäre hier drin. Das war aber auch zu dunkel. Ich denke mal, man sieht es fast im Video schon, dass es wahrscheinlich heller hier ist. Ja, definitiv. Ja, wir haben uns auf jeden Fall den wärmsten Tag dieses Jahr mal wieder so ungefähr fast ausgesucht. 28 Grad, aber das ist für das, was wir gleich noch vorhaben, glaube ich, perfekt, weil bei den Temperaturen sollte traktionsmäßig wieder ein bisschen was los sein. Ne? Ja. So, wir wollen nämlich eigentlich, das steht nämlich noch außen, Runde mit dem Polo fahren. Sleeper sein Vater quasi, ne? Habt ihr ja gerade schon gesehen, das Auto. Aktueller Leistungsstand ungefähr, wenn wir voll aufgedreht fahren würden. Wenn wir voll aufdrehen, 77 so. So, in der 87. Möhre. Ich sag jetzt mal mit Absicht Möhre. Weil in diesem Weiß, die Optik und so, ne, ist halt schon. Ja. Ich träume immer noch mal von so einem Sleeper-Treffen so ungefähr, ne? Dass wir so alle Sleeper zusammensuchen und mal einmal so einen Vergleich machen. Könnte man dieses Jahr sogar schaffen. Ne? So, jetzt sind wir aber gerade über dieses Projekt noch kurz gestolpert und da wollte ich nur einmal kurz drauf eingehen. Eigentlich ja, das haben wir im ersten Video schon gesagt, ist das ja eigentlich so mehr oder weniger dein erstes Autoprojekt, wie auch immer gewesen. Der stand jetzt länger. S3, der soll jetzt reanimiert werden. Ja. Bisher war das ein 1.8T-Motor, der jetzt in dem Polo drin ist. Genau. Und jetzt kommt der hier. Ja, R32 halt als Basis auf 3 Liter, also ein R30. Nochmal für mich zum Verständnis, R32 wäre dann 3,2 Liter, ja? Genau, okay. Mittels einer anderen Kurbelwelle wird das dann halt ein 3 Liter. Warum macht man das? Warum? Weil du kannst dann auf jeden Fall mehr Drehzahl fahren, maximale Kolbengeschwindigkeit sinkt. Das ist ja das Krasse bei den Motoren, das sind ja Rollenschlepphebelmotoren, die sind besonders drehzahlfest, das heißt hier sind so Kipphebel drunter, ne, Schlepphebel. Oder Rollenschlepphebel. Rollenschlepphebel, genau, so heißen sie. Ne? Und da kannst du relativ schnell mit den Dingern irgendwie so 8.500, 9.000 drehen, ne? Also ich habe noch keine Erfahrung, aber ich kenne es von anderen, die geben richtig Drehzahl. Dass auf einmal 9.5 dreht. So, ja, und dann dieser dezente Turbolader hier. SXE400 ist das. Das ist auf jeden Fall die 1200 PS-Liga, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ich glaube 1200 ist der auch angegeben. Ja. Das ist geil. Also, soll irgendwie dann halt auch vierstellig werden. Also ich sage, das ist definitiv genau der richtige Motor für das Auto. Mhm. Weil die Autos ja schon auch ein bisschen schwerer sind. Was wiegt der hier so, hier steht? 1500 oder so? Ich glaube, die haben so 1400 mit dem 1.8er. Mit dem 1.8er, ne? Ja. So, und bei 1500 Kilo braucht man halt einfach 6 Zylinder, ne? Ja. Das muss einfach sein. Ja, so, ursprünglich mal geplant als Schaltgetriebe. Da bist du wahrscheinlich mittlerweile dank Max ECU noch ein bisschen am... Genau, also jetzt ist gerade so der Schritt, weil wir jetzt noch so ein paar letzte Anpassungen machen, ob wir dann doch nicht ein DSG machen oder weil das halt ein Dockgetriebe ist, das doch mal mit Dock fahren, weil der Reiz ist halt ist mit der Länge reinknüppeln. Ja, das ist schon, halt schon geil. Ne? Und das Getriebe ist halt fertig. Mhm. Deshalb bin ich mir da noch unsicher. Mhm. Polo können wir ja später nochmal drüber schnacken, der kriegt bestimmt DSG. Der auf jeden Fall DSG. Ja, da kommt DSG rein. Das geht mittlerweile mit dem Steuer? Das läuft. Das läuft so, das heißt, es kommt jetzt noch ein passender Adapterkabelbaum, das heißt, dass es für jedermann bald funktioniert, aber die Funktion ist schon komplett hinterlegt, das heißt, einbauen und es würde sofort funktionieren. Ist irgendwie komisch, dass sich jeder mittlerweile versucht, auf DSG umzubauen, wobei früher ja nur Schalter gewollt war, ne? Oder liegt das einfach an der Entwicklung vom Getriebe? Naja, das liegt A daran, dass es halt jeder mittlerweile weiß, dass es so schnell ist. Siehe die ganzen neuen Autos, ne? Wie schnell solche Autos 4er, 5er Zeiten fahren. Das macht viel aus, ja. Und weil früher konnte das keiner abstimmen mit einem anderen Steuergerät, ne? Und jetzt, wo es halt losgeht, dass die Freiprobierer und Steuergeräte das Getriebe können, ne? Weil es gibt halt kein Verschalten mehr, ne? Guck dir an, wie oft wir Golf 3 Limo immer mal so ein Verschalten zwischen haben, dass es da halt dann vorbei, ne? Dann ist das Salat, ne? Ja, ich freue mich hier auf jeden Fall richtig drauf, weil das wird auf jeden Fall... Männlich? Ich glaube auch, das wird geil. Also ich freue mich auch mega drauf. Das Auto stand eigentlich viel zu lange rum, aber... Alleine, weil das Geräusch von den R30 Motoren halt einfach immer so heftig ist, ne? Plus dem Single Turbo. Das sieht krass aus. Thermoisolierung machst du jetzt auch? Ja.
Genau, das waren jetzt hier so die ersten Anfänger, die wir jetzt hier gerade gemacht haben. Aber ist krass, wie viel es ausmacht. Ja, wir haben es jetzt 1:1 bei einem anderen Auto mal getestet. Da war es davor einfach nur gewickelt. Mhm. Dann einfach mal mit so einem Thermometer quasi mal drauf gehalten und geschaut, was da passiert. Das sind Lichtjahre an Unterschied. Ne? Mhm. Je nachdem natürlich, wie dick man das isoliert. Ja. Ne? So sieht das natürlich extra männlich aus, ne? Ja, das ist brutal. Ja. Das sieht auch nach okay, ja. Zweimal Wastegate? Ja, genau. Ist halt auch Twinspoint, ne? Ja. Genau, ist halt komplett auch so durchgezogen. Das heißt, drei Zylinder gehen jeweils in den Turbolader rein. Das komplette Abgasgehäuse hat einen Steg in der Mitte und die Abgase treffen einzeln auf die Turbine. Extrem cooles Projekt. Was denkst du grob? Was ist so Plan Ende des Jahres? Mitte des Jahres so? Vielleicht sogar noch, dass man ein Event fährt, so irgendwie, je nachdem, welche Events halt stattfinden. Ne? Ich finde es immer wieder beachtlich, wie Benni das alles auch im Kopf, im Überblick behält, weil es ist ja mittlerweile auch mehr als ein Projekt. Mhm. Die privaten Projekte, dann kommen noch die ganzen Firmenprojekte, die hier so, Kundenautos hier rumstehen, hier alleine. War gerade begeistert beim Reinkommen. Extrem schöner gebauter Lupo, Breitbau. Ja, mega geiles Teil, 1.8T, S3-Technik, dann halt umgebaut mit anderen Kolben, Ploy, 6-Gang. Volle Form. Richtig geiles Teil. Ja, hier wird es nicht langweilig. Ich würde sagen, wir schnappen uns den Polo und fahren mal drin. Guck mal, alles klar. Was machen wir heute? Auf jeden Fall erstmal ein bisschen auf der Straße loggen, weil die letzten Sachen habe ich nur auf dem Prüfstand gemacht. Mhm. Das heißt, du willst fahren bestimmt, ne? Mhm. Das wäre zumindest mein Traum. Ne? Nee, dann fahr du, dann kann ich auf jeden Fall loggen und kann halt anpassen. Mhm. Traktionskontrolle habe ich noch nie getestet. Ah, okay, cool. Ist wirklich Premiere. Wir hatten die vor ein paar Videos bin ich ja Eugens Honda mal gefahren. Mhm. Da funktioniert die tatsächlich dritte, vierte, fünfte Gang sensationell gut. Mhm. So, erste, zweite. Zweite war ja so, wir haben reingetreten, hat er auch noch gedreht. Mhm. Aber dritte, vierte, fünfte war wirklich so, dass man auch so mit steigender Drehzahl gehört hat, wie der Lader immer mehr gemacht hat. Ne? Muss man einfach testen. Aber habe ich jetzt noch nicht. Genau, der hat auch, aber auch schon etliche Events getestet. Ja. Okay, das heißt, wir schmeißen uns ins Auto und los geht's. So, Polo 6N. Ja, nochmal für alle, die das Auto noch nicht kennen. Kurze Zusammenfassung: 1.8T. Mhm. PT. Nee, ist ein Borgwana EFR. Ach, EFR ist hier drauf. 83-74. Hattest du nicht mal einen PT? Hatte ich, ja, aber ist gerne kaputt gegangen. Hattest du definitiv mal, ne? Auf dem S3 früher mal war der PT auch drauf. Ja, Com-Turbo war das früher. Okay. Com-Turbo. Aber hier hatte ich dann diese Precision-Lader, aber... Benni hatte so viele Turbolader schon, wir wissen es nicht mehr, was wo drauf war. Ja. Okay, Max ECU Steuergerät. Ja. Selber abgestimmt von dir. Ja. Und jetzt gucken wir mal Traktionskontrolle so ein bisschen. Das können wir testen, das habe ich auf jeden Fall noch nicht probiert. Das können wir auf jeden Fall mal testen. Oh, hat noch kein E-Gas, sondern ist noch normales. Ja. Oh ja, die Kupplung kommt wirklich offen. Mhm. Auf den allerletzten Millimeter. Was ist das für eine Kupplung? Das ist ein Kevlar-Kit, Einmasse. Also auch ein Scheibenkit nur. Weil sie ist ja nicht begrenzt, ne? Man kann ja schon voll... Kannst voll durchtreten, ja. Voll reintreten. Aber fährt dann schön, ne? Die fährt schön, aber ich glaube, die ist jetzt einfach schon... Die hat keine Ahnung, wie viele Jahre die hier drin ist. Ja. Ich glaube, die ist einfach langsam durch. Irgendwann mal dran, aber... Wenn die DSG kommt, dann hat sie ihren Dienst gemacht. Ah, man riecht auf jeden Fall gleich das E85. Ja. Ist auch noch echtes, altes hier. Von der Tanke, ne? Ja, von der Tanke. Ihr werdet mich auslachen, aber ich rieche es. Echt? So, als E85-Fan von der Tankstelle bei uns aus Hannover, man hat diesen Sprit einfach sofort gerochen, weil ich finde, der riecht so ein bisschen nach Fritteusenfett, so ein bisschen süßlicher. Ach so, und das Kaminethanol, was man immer selbst mischt, riecht definitiv nicht mehr so. Stimmt, es riecht anders. Ja. Das heißt, hast du noch echt Reserven von damals gebunkert? Ja. Krass. Okay. Und hat da auch noch ein bisschen was, den konnte ich was abnehmen. Rechts oder links? Nee, von rechts. Ja, ich will auf jeden Fall keine Vollgas-Orgie heute machen. Wir werden auch nicht groß irgendwelche Zeiten oder so fahren. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen bei sonnigen 30 Grad so ein bisschen Gefühl für den Polo kriegen hier. Ja. Das kann man ja vielleicht mal auf dem Event machen. Mhm. Dass man da wirklich mit dass du mal selber fährst. Und, Also er ist tatsächlich leise hier drin, ne? Ja, ist auf jeden Fall jetzt halt eher so Motorlager, Vibration und so. Genau, so ein bisschen, auch so im Fuß merkt man auch so ein bisschen Vibration. Ne? Ich finde ja am geilsten, den coolsten Bereich bei einem Turbomotor. Ja. Ist immer so, wenn du so an diesem Punkt ranfährst, gar nicht so Vollgas, sondern nur mal so einen Fuß drauflegen hast. Ne? Wo er so anspult. Ne? Genau, wenn er anspult, dann schön vom Gas. Finde ich am coolsten. 1.8T hat ja normalerweise Nockenwellenverstellung. Ja, der hat jetzt hier keine. Der hat keine, okay. Der hat keine. Das heißt, wir reden davon, der wird irgendwo so bei 5, 5,5. Das ist der voll da. Voll da, okay. Ja, ja.
Also ich glaube sogar auf der Straße könnten wir schon so 4, 7, 4, 8 sein. Das ist auch mit TwinScore, das geht richtig gut. Ja, ja, es fühlt sich. Also je nach Gangheit auch, ne? Leichtfüßiger. Nee, nee, aber wenn ich so bei 4 leicht reintrete, ja. Ist er ja schon, ja, wirklich. Ja, ja, also es geht. Ja. Für den großen Lader kommt da jetzt auch wirklich noch ein 1,8er. Das ist kein 2 Liter. Mhm. Wie hoch können wir den heute drehen? 8. 8 kommen wir auf jeden Fall drehen. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Auto zu bauen? Also warum Polo? Wie bist du darauf gekommen? Warum Polo? War mein erstes Auto. Ah, okay, verstehe. Das erste Auto war ein Polo 6N. Und dann war es eigentlich gleich dieser S3. Mhm. Deshalb sind diese Autos, ist zwar nicht mehr dieser Polo, aber es ist dieser erste S3, deshalb ist der geblieben. Und ja, Polo einfach, ich habe mal irgendwann diese Karosse kriegen können, die war neu lackiert, war ein Fahrwerk drin und 1,8T eingetragen. Mhm. Ich sag, komm, da mache ich mir einen coolen Straßenrenner drauf. Das ist natürlich wieder voll eskaliert. Straßenrenner? Ja. Jetzt ist es dann halt eher. Wahrscheinlich geplant 500 PS und sind dann doch wieder 800 geworden. Genau. Ne? So in etwa, ja. Sich dann halt meistens dann doch nicht zugehen. Ja. Ja, okay. Das heißt, was machen wir jetzt als erstes? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall mal, dass du gleich mal so einen dritten Gang mal so anpustest. Dann kann ich mir immer den Mock nebenbei anschauen. Und was ist jetzt für eine Map hier gerade drauf? Was muss der, macht der so an Druck? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal einen Ticken was raus. Ja. Um das erstmal zu schauen, wo das so hingeht. Wie ist der normalerweise ohne Traktionskontrolle? Der dritte Gang würde nur drehen, oder nicht? Der dritte Gang dreht schon. Wobei, der kommt relativ lang vor, ne? Ja, ist auch. Aber wenn ich mir überlege, guck mal, wo der Lader kommt, ja, sind wir so ziemlich genau bei 100 erst, ne? 100, 200 noch nur einmal schalten. Mhm. Jetzt erstmal ein bisschen raus. Weil wir fahren halt hier schon auch Dosendruck irgendwie so 2,5 bar oder so. Ah doch, so viel schon? Ja, ja. Und meinst du trotzdem, dass die Traktionskontrolle, worüber regelt die dann? Worüber macht die das? Ich habe das jetzt über Zündung gemacht. Über Zündung, ich recht. Kann jetzt aber auch Zündung und Sprit oder nur Sprit, aber Zündung fährt am weichesten. Ja, ja. Also, weißt du, mit Sprit und fährt das ja unten. Das heißt, in dem Moment, wenn der, du wirst wahrscheinlich dann auch pro Gang schon Werte vorgeben, wo er so ungefähr anfahren soll, also oder? Ich habe jetzt ihm einen festen Slip erlaubt, wie viel er durchdrehen darf, dann geht er halt in die Regel. Das heißt, der misst Raddrehzahl hinten und vorne? Genau. Und die Differenz daraus ermittelt er den Slip quasi? Ja, genau. Das kann ich hier zum Beispiel sehen, Vorderachse 90 km, Hinterachse auch 90 km. Mhm. Dann sagt er hier im Prozent, jetzt haben wir hier zum Beispiel 0,2 Prozent Unterschied. Weil vorne schon wieder weit abgefahren ist als hinten. Genau, wahrscheinlich. Ja, der kommt dann aber zornig, ne? Ja, ja, das ist ein richtiger Attack. So mit langsam reintreten ist ja nicht viel, ne? Weil in dem Moment, wenn der Lader kommt, kommt er dann ja richtig, ne? Dann ist er sofort da. Ja, und da hat man natürlich gemerkt, der dreht dann halt rigoros ins Freie raus, ne? Ja. Also jetzt habe ich sogar Druck runtergenommen. Ich guck mal, ob das hier so war. Also theoretisch Dosendruck. Dose, ja. 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 Ich kann ja mal gucken, wir können ja mal die Traktionskontrolle aktivieren. Die war jetzt aus. Oh, krass, ne? Aber jetzt merkt man auch schon, die Pelle ist wärmer. Ja, ja. Noch einmal. Aber man merkt richtig, wie der so sich so ein bisschen in den Boden greift und wirklich immer weiter zulegt, ne? Das Auto fährt auch ziemlich gut dabei, ja, ja, finde ich. Ist jetzt nicht so, dass das Auto irgendwie unkontrollierbar ist oder so. Ne? Ich bin leider normalerweise einer, der mit einer Hand immer fährt. Ja, das auch wenn es immer viel, ich weiß natürlich, dass man eigentlich beide hinter am Lenkrad lassen muss, ja, aber da ich halt einfach so viel fahre, ja, mit dem Bus und der fährt einfach so gut, ja, ja. Ja, aber hier sollte man auf jeden Fall beide hinter am Lenkrad, weil so ein bisschen, man muss halt das Auto fahren lassen, ne? Genau. Aber nicht hektisch werden oder sowas, weil dir brauche ich hier nichts zu erzählen. Du fährst so viele starke Autos. Und kannst du jetzt zum Beispiel gerade sehen, inwieweit der gerade schon geregelt hat? Wir hatten hier nur 5% Unterschied. Mhm. Das heißt, wir sind da auch noch nicht in die Regelung gefahren. Ah, okay. Also wirklich rein, nur weil die Reifen wärmer wurden. Ja, ja, ja. Also das war jetzt noch safe. Okay, cool.
85, Duft von vorne, ne? Fährst du jetzt hier auch mit einer Wassermethanol oder ist rein ohne? Rein ohne. Ist komplett ohne, ja. Also, wo ich auf jeden Fall schon mal von begeistert bin, ist das Drehzahlband, ne? Ist geil, oder? Dafür, dass der Gang so lang dann kommt, ne, kannst du ja wirklich so... Ich zähle immer im Kopf immer, weil du kannst ja nicht auf den Drehzahlmesser gucken. Nee. Ja, zählt man automatisch so ein bisschen ja irgendwie mit. 1, 2, 3, jetzt müsste ich mal so langsam schalten, ja, ne? Aber der fährt ja weiter. Ist so ein kleiner 1,8er? Ja, ja. Also das Drehzahlband ist schon... Das Setup passt, finde ich gut. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass das jetzt gerade noch theoretisch Dosendruck ist, ne? Ja, und du bist auch nur langsam ins Gas, weil, ja, du bist nur so 2 bar jetzt. Ja. Weil du wahrscheinlich nicht voll drauf gestanden hast, ne? Auf den zweiten Gang, ne? Also der Lader kommt, ist gut nutzbar, ne? Nee, also er kommt richtig. Da merkt man halt keine Verstellungen so richtig aggressiv. Ja. Also erinnert mich immer so ein bisschen an Supra-Fahren früher, ne? Ist halt 0 oder? Ja, genau, 0 oder 1. Ja. Wobei, ich bin immer einer, der testet das auch im Teillast. Ja. Also man kann ihn schon auch beim Fuß fahren. Ist jetzt nicht so... Was ich jetzt machen werde, weil ich habe umgebaut auf dieses 3-Wege-Ventil von dir. Ja. Ich kann die Westgate-Vorspannung, also die Federn erstmal wieder runternehmen. Ja. Jetzt ich davor richtig vollgeballert. Dass du viel, viel weniger machen kannst, ne? Genau, ja. Genau. Dann kann ich halt auch viel besser regeln. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Was für eine Sperre ist hier drin? Eine Pelloquin. Hat jetzt auch hier drin nichts anderes getestet, aber da bin ich zufrieden mit. Ja. Gut. Ja, ich finde bei den Frontantrieb-Autos immer so, manche Leute können sich das ja so null vorstellen. Die denken sich so, 800 PS Frontantrieb, das muss ja alles so einfach in Rauch aufgehen. Mhm. Ja, aber die Dinger beschleunigen ja schon heftig, ne? Unfassbar geil. Ja. Also, dass das so gut funktioniert. Wir sind jetzt schon eigentlich gefahren ohne groß Fahrhilfen. Ja. Ist das Ding 5.3 auf dem Event gefahren. Mhm. Na, 200. Krass. Das fand ich eigentlich schon ganz sportlich. Ja. Also einfach so mit durchschalten und so, ne? Ja. Ohne dass da eine Traktionskontrolle aktiv ist. Fand ich schon gut. 5.3, ja, das ist schon. 5.3 und 200, 250, 3.3. Ja, da merkt man oben raus, ne? Stehst du dann voll im Futter, einen Gang drauf, ne? Ja. Und fertig. Ja, sowas müssen wir dann mal so Zeiten fahren und sowas. Das lassen natürlich die Straßen hier nicht zu. Genau. Aber wir wollen natürlich euch trotzdem solche Videos bringen und einfach immer mal so ein bisschen zeigen, wie so ein Auto halt fährt. Ne? Genau. Ja, vielleicht sonst auf dem Event. Als Beispiel. Ich finde so Autos mit Vordertrieb einfach geil. Ich finde es auch geil. So dieses, der skaliert halt richtig. Ne? Dieses Geräusch, wenn er durchdreht. Was hat er da jetzt zum Beispiel einen Schlupf gehabt im zweiten? Das wird ja schon ein bisschen mehr gewesen sein. Ja, mal gucken. Ja, das geht bis noch Safte rein. Das sind so 15%. 15%, ja. Okay. Und ab wie viel Prozent will er regeln? Ja, ich habe jetzt erstmal 20 eingestellt. Ah, okay. Weil so ein bisschen Schlupf ist ja auch. Also das heißt, dass eben gerade vom Schlupf her sind wir sogar noch in dem Bereich, was er haben darf. Ja. Weil so ein bisschen Schlupf hältst du ihn ja auch am Leben, den Lader und so. Ja. Den Motor, ne? Tatsächlich auch in Begrenzer reinfährt, ne? Weil ich nehme an, das war Begrenzer gerade, ne? Genau. Ganz sauber. 8020. Echt 8020? 8020. Was? Das eh riecht, ne? Ja. Und das sieht jetzt im Video bestimmt wieder so aus, ach dreht. Ja. Aber wir haben ja schon, man hat ja sofort 100 so ungefähr. Das ist richtig voran dabei, ne? Ja, deswegen, das ist schon gut. Das heißt, wenn doch mal die Freundin fährt, kannst du mal kurz hier per Handy in eine andere Stufe reinmachen. Genau. Und etwa. Wobei, das muss man dazu sagen, es ist halt definitiv kein Fahranfängerauto, ne? Nein. Nein, definitiv nicht.
Also wenn man hier den falschen reinsetzt, der verjagt sich so dermaßen schnell. Ich habe jetzt die Stufen habe ich so benannt, 450 PS, 550 PS und Endgegen. Endgegen, okay. Und wir sind in welchen gefahren? Wir sind 0% Taktung gefahren. Okay, also Dosen, okay. Wir sind Dose gefahren. Oder, sorry, 10%. 10%, ja. 10%. So, und jetzt fahren wir 30 so. Natürlich auch ein gesunder Öldruck, ne? Die ganze Zeit knapp 7 Bar. Ja. Aber mit Serienölpumpe und sowas. Ja. Also, hat der schon immer. Ja, oh, guck, jetzt geht die Driftfunktion. Ja. Wenn sie auch mal, wie so selbst alles im Lenkrad so richtig arbeitet, ne? Wenn du jetzt aus den 20% Schlupf zulässt, 10% macht und wir testen mal im zweiten Gang. Können wir theoretisch mal testen. Ich teste auch noch mal was anderes und zwar schreibe mal das Table mal ein bisschen hoch. Ich gebe ihm mal ein bisschen mehr Druck, mal gucken, ob er darauf reagiert. Gleich wieder zurück. Ja. Kleine Probefahrt in Bennys Polo, auf jeden Fall geklappt. Ja. Jetzt wisst ihr mal so grob, wie so ein Auto mit, was werden das jetzt sein leistungsmäßig, 2 Bar? 2 Bar sind so bestimmt so 500, weiß nicht, fahre ich nie. Ich würde sagen eher sogar fast in Richtung 600. Ne? Ja, kann so 550, 600 PS. Ja. Selbst das fährt schon so beeindruckend, dass ich wirklich sage, mir reicht das für die Straße? Ich kann sagen, für die Straße auf jeden Fall ausreichend. So, wir müssten jetzt auf der Autobahn fahren, das werden wir aber nicht tun, weil es gibt ja noch jede Menge schöne Events, wo man diese Autos fahren kann. Ja. Und ja, danke, dass ich fahren durfte, hat Spaß gemacht. Gerne. Du musst ein bisschen gucken, wo die Taktung hin ist. Ja, das mache ich. Und dann sehen wir uns auf dem nächsten Flugplatz, würde ich sagen. So machen wir's. Ciao. Ciao. Theoretisch Lounge? Wenn ich das kurz reinmache, dann ja.